Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Cruising Nebraska Event Video. Wir stehen hier noch bei Valentine und wir schauen mal, wohin die Reise von hier aus heute geht. Ja, super, wir haben bisher nur Aufträge nach Omaha, nach Lincoln oder nach Valentine. Müllcontainer. Aktualisieren wir mal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Wer hätte gedacht, dass so früh, wo ich gerade mit meinen vier Chatten war, dass ich so die Probleme habe. Hätte ich nicht gedacht. Probieren wir das Ganze noch dreimal und dann warte ich mal ein paar Minuten. Und nochmal. Super. Ich wollte gerade sagen, wir fahren einfach nochmal in die Stadt gleich rein. Einfach ein bisschen wieder gen Osten. Aber okay, scheinbar haben wir mal wieder hier Probleme mit dem Online-Server, dass ich da irgendwie verbunden bin oder whatever. Oh, fahren wir mal in die Stadt rein und... Hoffen, dass sich dadurch ein bisschen was ändert. Wahrscheinlich nicht. Dabei vergeht auch ein bisschen Zeit. Caution. Please mind the speed limit. So, ich habe es jetzt eine Dreiviertelstunde probiert. Ich aktualisiere jetzt nochmal. Und wenn das da nicht dabei ist, dann nehme ich einfach den ersten Auftrag, den wir hier haben. Egal, ob er jetzt gerade nach Lincoln oder nach Omaha geht. Gut, nach Valentine werde ich jetzt nicht fahren, aber dann werde ich halt entweder nach Omaha oder nach Lincoln fahren. Und dann geht es halt in der nächsten Fahrt mit neuen Orten, mit neuen Strecken weiter. Ist halt wie es ist. Sieht dann wahrscheinlich nach Omaha aus. Ja, einfach kein Glück. Wir fahren wieder nach Omaha. Wieder mit RVs. Beziehungsweise mit Camper-Trailern, wie auch immer. 15.500 Pfund. 291 Meilen. 82, oder knapp 63 Dollar pro Meile. 18.000. 928 Dollar gibt es dafür, wir fahren nach Wanderlust, wieder von Ali's Cars. Hätte ich mal da stehen geblieben, wäre ich mal stehen geblieben und ja, ich. Jetzt kommt es dann natürlich wieder raus. Jetzt wo ich dann anfange, so richtig wieder, mehr oder weniger. Einfach schon wieder viel zu viel Zeit vergangen. Wie gesagt, über eine Dreiviertelstunde habe ich es jetzt probiert. In der Dreiviertelstunde wäre ich schon fertig gewesen. Turn right. We are finished. Ja, das finde ich aber auch, aber leider nicht, was das örtliche betrifft, sondern Phase von der anderen Seite kommen müssen. Nee. War schon richtig so. War eher nervlich. Beziehungsweise was die Zeit betrifft. Einfach drei, vier Stunden verschwendet.
Dann auf nach Omaha. Also wir fahren jetzt wieder die altbekannten Wege, wieder den Highway 20, der zum Highway 275 wird, fahren wir durch Norfolk durch. Und fahren dann auch wieder nach Omaha rein. Im Grunde genommen da, wo wir hergekommen sind, also eigentlich fahren wir dieselbe Strecke wie im vorgestrigen Video. Der einzige Unterschied ist, dass wir wahrscheinlich anderes Geld bekommen. Mehr nicht. Und halt, wie gesagt, umgekehrte Strecke, umgekehrte Richtung. Muss ich mich gleich noch mehr beeilen, das viel zu bearbeiten. Ich werde das aber heute auch so machen, dass ich beide mache. Also nicht nur das gestrige Video, sondern auch das morgige Video. Sobald man es dann einmal hat, dann go straight. Hat man es. Vor allem, weil ich dann nicht zwei Sachen habe, sondern nur eine Sache. Da ich ja da ab gestern, was ja gestern ja das ein Event läuft, bei Neverwinter. Ich ja zumindest so gut es geht reingrinden will. Wäre schon nicht wichtig, nicht verkehrt, wäre schon wichtig, wenn ich dann heute möglichst viel schaffe. An Renderkrams. Irgendein Grund hat sich gerade irgendwie, dass ich wieder oder bin ich auf die? Nee, kann ja nicht sein. Aus irgendeinem Grund hat sich gerade wieder hat sich die Cruise Control ausgeschaltet. Ja, weitestgehend fürs, also ich habe auch beim Editieren gesehen, dass es einfach nur ein Aussichtspunkt ist. Wie ich schon vermutet. Vorbereitung fürs, Summer Festival für Neverwinter, das wird wahrscheinlich. Werde ich erst danach anfangen können, nach dem Event, also in der nächsten Woche. Und wahrscheinlich noch mal ein bisschen reincashen müssen, weil einfach der AD-Zenic Change einfach komplett RIP ist. Also gebe ich ja bei 8 Monaten. Ich glaube, es sind eher von meinem Realismus her, ist es eher ja
Ich meine, ganz viel Glück hat es in 10 Monate, aber eher 14 Monate. Ja. Von daher werde ich daraus nichts ziehen können, sondern muss es dann eigenständig machen, um halt bessere Ausgangslage zu haben fürs Summer Festival. Damit ich auch genügend Slots frei habe zum Grinden, wenn es dann da ist. Go straight and then stay right. Stay right and then continue straight. Ist halt super schön. Ich werde wahrscheinlich jetzt ordentlich raus beschleunigen. Aber es ist schön, dass ich jetzt bei dieser Durchfahrt einfach nicht mal annähernd bremsen musste. Das ist, vor allem das Witzige ist ja noch, ich habe in einem der vorherigen Videos irgendwann mal darüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, wie lange. So lange ist es nicht her. Es war wahrscheinlich irgendwie entweder in diesem Monat oder Ende letzten Monats, wo ich darüber gesprochen habe, dass es, na, dass es mit der, im Grunde genommen mit der Geschwindigkeitsregelung so, also mit der adaptiven Geschwindigkeitsregelung, das wäre ein nice Feature wäre. Ja. Und ungefähr einen Monat oder anderthalb Monate später kam es dann der 1,50. Also ich wusste davor, also ich habe mich davor überhaupt nicht, ne, null mit beschäftigt, was kommen soll. Also abgesehen davon, dass es halt Rework war, also hier, boah, war das Rheingebiet. Und so, ne, Germany Rework und so, das wusste ich, dass es kommen soll. Aber das war es eigentlich auch im Grunde genommen. Go straight. Nice, dass es auch ein KI gibt, die super langsam fährt. Aber ich muss sagen, das ist das allererste Mal, dass ich das so gesehen habe, dass da so ein richtig schleichender, also vanillamäßig, dass da so ein schleichender Dings da unten unterwegs war. Also in meinen, na, na, na. Okay, dann zeigst du das nicht an. Oder dauert das Overlay gerade einfach ultra lange zum Laden? Es lädt einfach nicht. Da muss ich halt so gucken. In meinen, na gut, 300. 85 Stunden, das ist auch nicht viel. Aber in der Zeit ist mir das noch nie aufgefallen, dass es so der Fall war. Ah, mir gefallen auch schon die Camper-Modelle. Sind schon nice geworden. Go straight. Aber natürlich. Mal, es war noch grün. So, einer von denen wird links abbiegen zum Tanken. Safe. Ja.
Immer nur einer. Aber gut, das Gute ist natürlich, dass wir dann von Omaha aus deutlich mehr Variationen wahrscheinlich hoffentlich haben. Ich behaupte es einfach mal, weil Omaha eine größere Stadt ist. Keine Ahnung, ob es einen Impact hat, aber versuchen wir es mal mit relativ realistischer wirtschaftlicher Dings zu betrachten. Jemals auch KI rauffahren würde. Das ist halt so ein beidseitiges Ding. Ich glaube ja nicht. Gesamtgewicht von 79.705 Pfund. Diesmal fahren wir nicht nach Lincoln, sondern diesmal fahren wir nach Nebraska. Ach, Nebraska. Lul. Nach Omaha. Wir schauen dann einfach mal gleich spaßeshalber nach, ob dann eine neue Stadt dann dabei ist. Also ich gehe mal sehr stark davon aus. Mir ist gerade aufgefallen, ich hatte den Browser noch offen. Hat zwar jetzt nicht so einen großen Impact, ich müsste wahrscheinlich das Spiel neu laden, jetzt wo ich gerade hier stehe, aber dann müsste ich mir ganz so extrem lecken mit dem Rechner hier. Aber ja, ich habe es vergessen. Bei der ganzen Batterie. Ich habe jetzt dreimal drauf gedrückt. Darf ich jetzt mal nach links lenken? Danke. Geschwindigkeit. Ich bin gerade gar nicht runter auf 50 gegangen, sondern auf 55. Shit. Oh, Glück gehabt. Go
straight. Ich habe mich schon drin kleben sehen. Was haben das wieder hier für einen Sinn hat so? Nice, mit dem Traktor, der ist ja auch wert. Der vom Feld kommt, cool. Aber ich glaube, er kam vom Feld. Coole Sache. Das gefällt mir. Dann können wir es wieder schneller fahren. Da haben wir keinen langsamen Verkehr mehr vor uns. Go straight. Zumindest vorerst nicht, ne? Man weiß ja nicht, was noch so kommt. Wahrscheinlich jetzt irgendwie auf eines der anderen Felder gefahren sein oder hier vorne zur Farm. Keine Ahnung, wie jetzt so die gezogenen KI, der gezogene KI-Pfad für das Fahrzeug war. Oder ist, sein könnte. Aber das ist cool, dann hat man nicht nur schöne Landschaft in der Gegend, schöne Farmen, die am Wegesrand sind oder zu denen man liefern kann, sondern auch coole, interessante Wege oder ne, Fahrzeuge, die auch auf den Wegen, auf den Straßen fahren. So, mein Gott. Oh, Unfall. Deswegen stehst du. Ich wollte gerade sagen, so beschissen fahre ich nun auch hier nicht.
auch nicht mehr allzu weit. Wir sollten jetzt bald, glaube ich, bei der Abfahrt sein, wo es dann nach Lincoln geht. Ach, ja, nach Lincoln geht und dementsprechend dann auch nach Omaha 61 Meilen. Sie da vor uns unsere Ausfahrt. Stay right, and then turn right. Wild. Turn right. Da konnte ich gar nicht mal so schnell zurückgucken, aber das war wild. Vielleicht noch mal sehen beim Meditieren oder so, aber vom aktuellen, von der aktuellen Perspektive würde ich sagen, war das wild. Ich fahre 65, na meint. Ich dachte, ich fahre noch 55, aber nein. Da habe ich noch geschaltet, dass es wieder schneller geht. Stay right and then exit right. Konnten wir, glaube ich, mit 65 fahren, ne? Exit right. Den Lincoln. Ja, den Weg kennen wir schon. Exit right. Stay right, then turn right. Links halten. Then turn left. Turn left. Kann mich hier nochmal gleich hinlegen. Muss ich auf alle Fälle mal machen vor der nächsten Fahrt. Und dann schauen wir uns dann bei dem Truckstop an, wohin die Reise gehen könnte. Ob wir in 2 Tagen mehr Glück haben. Get ready to turn.
it ends. Wir haben wahrscheinlich irgendwie ein paar Camper zur Reparatur oder so zurückgebracht, die noch in der Garantiezeit waren. I guess, kann man ja mal so sagen. Normalerweise fahren sie ja hier von ihren Alis-Cars. Ausgezeichnet RVs von Valentine nach Omaha geliefert, gefahren an der Strecke 295 Meilen, Dauer 31 Minuten. Ja, ne? Verbrauchter Kraftstoff 43 Gallonen, das war der 173. erledigte ATS World of Trucks Auftrag. Es gab 19.000 knapp dafür und knapp 800 Erfahrungspunkte. Dann wollen wir mal eben kurz auf die andere Seite fahren zum Truckstop. Wie auch immer man da hinkommt. Einfach gerade Ausgleich fahren. Perfekter Zeitpunkt zum Stück aufbekommen. Ja, machen wir es immer nicht direkt hier rechts. Cooler Truckstop. Gefällt mir. Wie schön, es hat auf Anhieb geklappt und ich musste nicht irgendwo anders wieder den Platz suchen. Dann gucken wir mal spaßeshalber nach. Externe Aufträge, wohin es jetzt prinzipiell gehen könnte. Ob wir einen Auftrag hätten, der jetzt auch irgendwo anders hingeht. Gut, wir hätten wieder Omaha, wieder Valentine. Wieder Omaha, aber wir haben deutlich mehr Auswahl. Das ist ja schon mal eine gute Sache. Norfolk, sehr schön. Also wir... Oh gut, ganz bluff. Norfolk hätten wir in der Theorie. Sydney. Also wir haben ein bisschen Auswahl. Hoffentlich auch dann, wenn es in 2 Tagen weitergeht. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video entweder hier vom Cruising Nebraska Event oder vom Trade Connections Switzerland Event in Euro Truck Simulator 2. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.